nach Sonnenuntergang. Gut. Vielen Dank. Warte, kann ich mit dir? Need something? Something? Nein, danke. So, dann gehe ich nochmal weiter hoch. Ich brauche noch eine Quelle. Eine Quelle und dann ist alles fein. Hallo. Sorry, you can't go up there right now. We're doing some renovations. Have a good one. Have a good one. Sehr schön. Some blue here. Green. Okay. No, yellow. Mit der kann ich nicht reden. You found my box? Das ist sie, genau. Oh, such intricate, careful detail in the carving. Can't find craftsmanship like that nowadays. It's just how I remembered it. Give it here, child. Warum ist dort das Wort Medwe eingraviert? Sie sieht viel schicker aus, als du sie beschrieben hast. Ich glaube, sie verwechselt da was. It's an old family name, you know. Now give it here. Bist du dir sicher, dass es auch deine Familie war? Wie ist deine Familie an die Kiste geraten? Verdammt, jetzt bin ich mir gar nicht so sicher. Ich dachte wirklich, dass es ihre war. Naja, wie ist deine Familie an diese Kiste geraten? Ich kann es ja nicht überprüfen. Ja, aber... Sheesh, so many accusations. Are we partners or not? Da stimmt doch was nicht. Ja, ich will erstmal den anderen fragen. I waited long enough for this moment. Look, I've got the key. Now give me the box. Was ist so besonders an dieser Kiste? Hast du den Schlüssel? Also, du hast den Schlüssel. Of course. I told you the box is mine. Ich glaube, ich behalte sie erstmal. Kiste überreichen. Wieso kann ich... Also... Kann ich nicht einfach sagen, so ja, dann mach sie auf? Weil wenn der Schlüssel passt, ist es ja safe ihrer. Oder ihre Kiste. Boah. Kann ich, wenn ich die Kiste überreiche, macht sie sie dann gleich auf? Ich bin mir unschlüssig. Vor allem, wenn ich sage, ich glaube, ich behalte sie erstmal, dann ist sie, glaube ich, noch angepisster. Du kannst dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern, aber als sie dir die Quest gegeben hat, hat sie sich schon total verhaspelt mit ihrer Beschreibung und so. Nope, dann ist sie weg. Ah, ja. Stimmt. Ja, dann behalte ich sie erstmal. Why you? I'll give you half the jewels inside. Ugh, last chance. You'll never get it open without this key. Ich gehe da mal. If my legs were working proper, I'd knock that box out of your smug hands. Ciao. Mann, ist sie aggressiv geworden. Was hat sie... Ich habe Samira die Kiste nicht gegeben. Sie sagt, dass sie Juwelen enthält, aber irgendwas ist faul an ihrer Geschichte. Ich sollte mich umhören und mehr über diese Kiste erfahren. So verhält sich ja doch niemand, der dir dankbar ist. Die ist einfach eine blöde Lügnerin. Na gut.
A fine day for science. How's the hot spring sample collecting going? Ich bin noch nicht fertig. I do. How's the... Die ist immer so cool motiviert. Das ist immer voll cool. Nächtliche Trommel. You should ask Leela. She's our head librarian. She knows an awful lot about a lot of things. Okay, verschlossene Kiste. Medva is an old Bearfolk family name. A few Bearfolk around here have ancestors named Medva. Our own ranger, Victor, down at the National Park is one that comes to mind. His ancestors were voyagers long ago. From what I've heard around town, Lady Samira also has family in the Medva line. Oh. Okay. Interessant. Okay. Danke. Dann geben wir es doch den kleinen Mitwa. Vielleicht hat der vielleicht hat der Victor auch vielleicht hat er auch Informationen über das Angeln. Weil bis jetzt habe ich immer noch keine Ahnung, mit was wir den Fisch fangen wollen. Dieses Spiel liebt es, einen zu verwirren. Ja, also an sich ist es fast wie Game of Thrones. So mit diesem... Ja, eigentlich nicht, aber ist schon lustig. So. Ja, speichern. Ich speichere jetzt immer. So. Dann gehen wir mal kurz zu dem großen Böhmchen. Zu dem Baum. Wir haben immer noch nur ohne Gewalt und Blut und böse Dinge und Leute und Intrigen. Ja, eigentlich dasselbe. Warte, bin ich gerade an... Nee. Ja, sag ich doch. Ist wirklich dasselbe. So, da ist der Baum. Ist halt echt cool, dass der Wasserfall aus dem Baum rauswächst. Ah, da vorne ist er. Hallo. Und wieder ein Wasserfox. Hallo. Hm? Ja? Kann ich dich nach einer Kiste fragen? What? A box? Why are you bothering me with something like that? Oha, Entschuldigung. Ich habe gehört, dass sie dir gehören könnte. I somehow doubt that. Okay, fine. Let's see it. Well, I can't say I ever expected to see this. Gehört sie dir? Was ist es? Samira wollte sie haben. Na, ja. Was ist das? Medva was my great-great-grandfather. His mother brought him to Eastshade with nothing to her name except some seeds from their homeland. According to the story, she kept them there, in that very box. She wanted to plant them here so Eastshade would share a piece of home. I can't believe you actually recovered it. Makes sense it would be Lady Samira's scheme, but I can't figure out what she'd want to do with seeds. Doesn't really seem to fit her style. Sie dachte, es wäre ein Juwel. Well, that's about the best thing I've ever heard. Pretty impressive you managed not to fall for her tricks. The seeds must still be in here. I've got another key somewhere. Unless Samira got to that one too somehow. I think I'll try planting them. In pots, of course. They're an invasive species. Thanks for rescuing this for me. It's nice to have a piece of my family's history. Freut mich, dass ich helfen konnte. You know what? This box is basically a historical artifact. It would be nice for other travelers to see a part of immigrant history. Would you mind delivering it to the innkeeper up the hill? Ja. So. Dann gehen wir mal kurz hier rauf. Und dann, wir können nach Victor ins Baumhaus. Ja, Baumhaus. Stimmt, wir haben ja, ja, natürlich. Natürlich gehen wir dahin. My great-great-grandparents built this lodge. It's held up pretty well, I'd say.
With any luck, it'll stay up for many more generations. Victor's Kiste geben. What an ornate box. Oh, this is the famous seed box of the Medway family. I guess it's fitting to display it here, this being the place the Medway settled. Wissen alle in der Stadt von dieser Kiste? Not at all. But us innkeepers, folks tell us things. Just the other night, I heard the wildest story about a strange musical group out in the woods. You ever think of all the interesting stories we hear night after night? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Klingt nach einem interessanten Beruf. Ja. I'm gonna set up a nice plaque for this. A traveling box. How fitting for an inn. Ja, nein, Doc. Genau. Ja, wobei hätten wir eigentlich auch machen können. Aber ich will zuerst ins Baumhaus. Yeah! Baumhaus. So, wo geht die Schnur noch einmal hin? Da. Ganz hinten. Okay. Dum, 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 dum. Hup. 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 So. Dass die Eier hier so öffentlich sind, ne? Voll krass. Dahin. So. Ich bin mal sehr gespannt, wie es da oben dann aussieht. Groß Hanaras Haus. Wie geil ist das denn? Oh. Entschuldigung. Ah, Baumhäuser sind so cool. Hallo. Greetings, traveler. Would you like your fortune read? Das überrascht mich jetzt, aber kannst du wirklich die Zukunft vorhersehen? Natürlich wird sie ja. Look around. You are a guest in my place of solitude and calm. Here I am uninhibited by the clutter and chatter of all those people in the city. Here my mind is free. My soul balanced. Sure. Ich schätze, ich habe Zeit, es auszuprobieren. Ich interessiere mich nicht für Wahrsagungen. Ja, an sich zweites, aber probieren wir es mal aus. Beautiful, beautiful. Before we begin, I have one request. Natürlich. Na gut, was brauchst du? Ich werde keinen mysteriösen Krank schlucken. Ja, ich mach das erste, weil das lustig ist. Oh, wouldn't dream of it, dear. The only concoction I drink is a stiff brew of mead when the chill hits me in the dead of winter. Du hast dich niemals einen Traumtee hingegeben? Du trinkst Mead nur im Winter? Was? machen wir mal den Traumtee. You keep an intriguing array of acquaintances, don't you? You make me laugh, traveler. Das ist gut. Was brauchst du, um meine Zukunft vorherzusagen? Ich komme viel vielleicht später vorbei. Ja, das erste. Tell me, what do you know of the black thistle of Eastshade? Kein Pflücken und kein Ausreißen. Ah, I see, I see. To read a proper fortune, I must have a sprig of black thistle. Will you bring one to me? Aber es ist verboten, sie zu pflücken. Of course you can pick it, child. Who's to say I didn't place those signs there so I'd never run out of thistle?
Die hat es nicht aufgestellt. Hast du die Schilder aufgestellt? Not per se. Sag ich doch. But I peered into the future. One of the perks of being a seer, you know. And I can say with certainty that no one else will notice if a single sprig is taken. Also rein theoretisch haben wir ja schon welche. Aber ich will nicht, dass die irgendwie... Okay, ich habe etwas Schwarzdiesel für... Ja, okay. Oh, really? So you're already a wily collector of illegal fauna? Nein. Ich wusste nicht, dass sie geschützt sind. Regeln sind mir egal. Ich dachte, das fällt bestimmt niemandem auf. Ich wusste nicht, dass sie geschützt sind. Of course, of course. You have the black thistle? Splendid, splendid. Shall we commence with your fortune? My fee is 3 glowstones. Ja, es sind 3 sind. Ooh, I see. You have traveled from afar, o'er the great sea. Ooh, good fortune has brought you upon Eastshade's fair shores. Ich bleib mal stumm. You will help many people. And certainly find the happiness and peace you have been looking for in this place. But be wary of those whose principles differ from your own. There is nothing more I can share with you at this time. Das war alles. Was für eine Wahrsagerin willst du sein? I know not what you mean. Ach, ich denke, du weißt, jeder hätte sich das aus den Fingern saugen können. Doch, ich denke, dass, ja, dass du das Life weißt. Life is what you make of it. Words are what you make of them. Oh, you silly traveler. I am but a keeper of these grounds, helping to take care of the tree and its undergrowth. I only pretend to be a fortune teller to seek out the wrongdoers. Ja. Das meinst du, Sarah, mit sie hat dich. Hogwash, you wanted to pick the thistle, I could see it in your eyes. To make this right with the great shade, you must pick 5 weeds. This will protect the thistle. Alas, not from deviants like yourself. But it'll give the thistle more of a fighting chance in the soil. Wie genau hilft mir das dabei, etwas wieder gut zu machen? Wegen dir habe ich die Pflanze getötet. A small price to pay for teaching someone the errors of their ways. The great shade is the lifeblood of this island. And thanks to folks like you, it's in peril. A simple black thistle goes extinct. The great tree will be at greater risk than ever. Du solltest Annika kennenlernen. Ihr habt einiges gemeinsam. Ah, schön. Oh yes, I hear her hooing like an owl sometimes around here. I usually pretend I'm not home. There's nothing to be done about the black thistle you already destroyed, but if you go pick 5 scragweeds, the black thistle may be able to spread their roots a bit further. Go now and make your amends.
Nein. Ich glaube, ich pflücke einfach noch mehr Schwanzesel. Schön. In Ordnung, ich helfe. Also ich kann zweimal Nein sagen und einmal okay. ja, dann helfe ich halt. Ah, schön. Dann nehme ich aber auch deine Kerze hier. Ich war nicht so nett. Ich fand die letzte Antwort viel zu geil. Ja, die letzte Antwort ist auch eigentlich, ja. Die letzte Antwort ist auch einfach viel zu gut. So. Ein merkwürdiges Schicksal. Ich habe für Roshara 5 Stangenkräuter gepflückt. Ich sollte sie. Wow, ich habe das ja schon gemacht. Okay. Thomas Äpfel kümmert sich um die Kinder. Ah, stimmt, mit dem könnten wir auch mal nochmal quatschen. Brauche ich einen Passierschein? Oh Mann, stimmt, deswegen war bei der Bibliothek Passierschein. Ah, verdammt. Sarah hat mir, genau, das läuft immer noch. Ja. Der bittere Fisch trommeln in der Nacht. Mitternacht, genau. Da habe ich noch ein bisschen Zeit. Dann kann ich ja wirklich mal. Dann kann ich nochmal den Luftballon, also den die heiße Luftballonfahrt Tante da besuchen und ein gescheites Bild malen. Und vielleicht können wir dann da auch ein bisschen vorankommen. Ziel. So. Ach, da sind die wieder. It comes! Ja, und der sagt auch nur das ein. Okay. Plup, plup. Okay. Abgekackt. Wieso kackt es in letzter Zeit die ganze Zeit ab? Wow. Ja, ist ja gut. Ist ja gut.